Firefox 13 befindet sich momentan noch in der Alpha-Phase, also noch im Aurora-Channel, und soll dann Ende April in die Beta-Phase kommen und dann einige Wochen später wird es veröffentlicht. Der Page Inspector von Firefox 13 wurde erweitert, sodass er nun jetzt auch die Pseudoklassen untersuchen kann. Ich wähle mal jetzt einfach einen Link im Menü aus und von hier aus hätte ich dann die Möglichkeit, die verschiedenen Pseudoklassen zu untersuchen. Also entweder Hover, Active oder Focus. Ich untersuche jetzt mal kurz Hover und von hier aus hätte ich dann die Möglichkeit, die dazugehörigen Deklarationen zu deaktivieren bzw. wieder zu aktivieren oder auch zu erweitern. Das ist sehr hilfreich bei der Fehlersuche.